Willkommen zum dritten Part, der höchstwahrscheinlich diesmal nicht eine totale Überlänge haben wird. Und Junge, weißt du, wo meine Schiffe sind? Ich weiß es nicht. Ich kutsche hier nur unten rum. Ja, das ist mir klar, dass du nur irgendwie rumkutscherst und hier nichts machst. Ich hab hier ein bisschen Problem. Ich segel mal nach da. Weg vom Schiff. Stadtmauern. Noch mehr Seide, Singapur, Alter. Ich bin hier der richtige Weltentdecker. Und ich habe keine Ahnung, was du machst. Ja, guck dir mal an, Alter. Du hast dann bis mal eben einmal nach unten, einmal nach rechts. Guck mal auf die Minimap, dann können wir vergleichen, wer was du bist. Immer mobben muss. Ja, ich brauche mal ein bisschen Hilfe. Du der ganze nur. Osten ist von mir erforscht worden. Achso, und da oben auch, ne? Bei mir. Oh, Junge. Geld, das brauche ich. Ja, ich habe 100. Währung. Wir brauchen eine Währung. Das müssen wir zuerst erforschen, dann können wir besser handeln. Wir müssen jetzt mal neue. Digga, du kannst eh siedeln. Du hast da oben noch Wein, noch Gewürze. Du kannst bei dir locker siedeln, aber du baust keine Siedler. Ich habe kein Land zum Siedeln und baue immer mehr Siedler. Ich habe gleich meinen vierten Siedler. Also könnte meine vierte Stadt bauen. Wieso? Achso, ich muss nichts zurückmachen. Bau mal Siedler ohne Spaß. Ja, ich kaufe gleich einfach einen scheiß Siedler. Ach, hast du so viel Money oder was? Ja, nein. Ja, ich mach nämlich Minus, ey. Ich brauche irgendwie Plus Money. Ich weiß nicht mehr, was kosten sie da? 300, 500. Ja? 500. Ja, also kannst du aufhören, daran zu denken, ihn zu kaufen. Was? Ja. Aber meine Stadt, also deine Stadt wächst nicht mehr. Ja, weil den Siedlerbau. Oh. Den dritten bereits. Wir werden ja gleich sehen, wer der Mächtige ist. Das ist. Doch bin ich 10 Punkte vor dir, du kannst mich mal. Mal sehen, ob meine Stadt vor deiner sogar noch wächst. Deine Hauptstadt. Meine wächst nämlich richtig schnell, wenn ich die nicht auf Produktion habe. Jetzt kann ich erstmal Kultur machen. Oh. Und Tradition brauchst du noch zwei, ne? Hä? Ein. Ein nur noch? Ja. Also. Oh, ich habe noch einen Spieler entdeckt. Okay, Darius muss bekämpft werden. Seine Macht kommt nicht durch Wirtschaft, sondern einfach durch Weltwunderklau. Ganz klare Sache. Ganz klare Sache. Kann ich auch meine Schiffe bei dir heilen? Ja, das ist gut. Also ey, du kannst deine Leute auch bei meinen Grenzen heilen, ne? Siehst du, von weg ich erforsche nichts. Ja, den Südpol. Jetzt wissen wir die Karte, wie groß sie ist, von oben nach unten. Ja. Super, hast du toll gemacht. Ich kriegst einen Orden dafür. So, du gehst dahin. Jetzt bau mal echt Siedler. Mann, ja, in 4 Runden baue ich einen Siedler. Ja, nee, da ich habe dann schon mehr Siedler. Ich hol dich nur einen bei Macht. Nein, holst du nicht. Das werden wir gleich sehen. Ey, nur, ey, ich krieg diese Kackinsel nicht gesäubert. Die hat nur Hügel, das ist nur ein Nachteil für mich zu kämpfen. Ja, dann geh doch auf den Hügel rechts. Was bringt mir das? Das gibt mir keinen Angriffsbonus. Ich steh doch schon auf einem Hügel. Das ist alles Hügel. Naja, das ist so. Das Problem ist halt, wenn meine und seine kämpfen, obwohl mein Trupp besser ist, fällt der Kampf so 50-50 aus. Ja, mein Kampf einfach. Ja, aber dann besiege ich ihn und dann kommt der nächste dahinter und macht mein Platt. Das ist so problematisch. Aber geil, Problem. Ich habe bald das Great Canyon Reef oder Great Barrier Reef. Ich erforsche einfach weiter Kapstadt oder schöne Kapstadt. So, mein Tulip da. Wohin geht die Reise mit dir? Wie du packst deine Einheiten zu mir? Hä? Das geht so nicht. Das ist mein Erkunderschiff. Lass das mal. Guck dir mal den Deutschen an. Ja, der Bot da drüben ist ja mega reich. Der hat mehr Städte als wir zusammen. Und Dortmund, Essen, Hamburg, Köln. Alter. Ich sag's dir, das ist Hitler Junior. Naja, aber er ist immer noch hinter uns. Also er steht. Ja, wow. Wir können ja mal gucken. Warte mal. Warte, wo waren die? Das Persische Reich formiert eine Armee, die uns von der Landkarte. Da, okay, das Deutsche auch. Wir brauchen mehr Militär. Das ist. Nein. Sag mir mal lieber, wo mein neuer Siedler hin soll. Ich würde ihn gerne da oben zu den Stadt starten, aber das ist ziemlich weit weg. Aber ich sehe da so Elfenbein, das mich interessiert. Nein!
Ey, das ist voll nett von dir. Ja, Ich bin unterwegs. Gib weg! Das ist ein fairer Deal. Danke. Ich weiß das zu schätzen. Junge, warum? Nein, das ist ohne Spaß. Ich komme. Das geht so nicht. Ey, ich mach voll viel Minus, Gott. Ich brauche irgendwie Plus. Also, das muss passieren, leider. Nein. Ich schicke da auch gleich einen Arbeiterboten hin. Ich Junge! baue da auch gleich den Fischner an. Du sag, Alter. Und du kannst ja einen Siedler bauen und schneller da sein als ich. Ja, ich erforsche erstmal den Süden hier unten. Guck, Super. hier unten ist das voll interessant. Ja, super Das ist ganz interessant. Super, du kriegst von mir ein Horn dafür, was du entdeckst. Weißt du, ich entdecke hier zwei Spieler, drei Stadtstaaten und du entdeckst da irgendwie. Gut, Ja, du hast Fisch. Gibraltar entdeckt. Gut. Ja. Ich habe das Great Barrier Reef entdeckt. So. Und alles andere entdeckt. Und die Runde dauert es voll lange. Ja, wegen den scheiß Barbaren. Ich scheiß auf die Barbaren. Die müssen ausgelöscht werden. Und diese Kackschiffe, die inzwischen meine Landeinheiten angreifen. Wieso kann er Land angreifen und ich nicht? Das, Nicht fair. Cheater, Report. Ganz klare Sache. Erstmal weg mit dem. Oh, weh, der stirbt gleich. Das wäre nicht gut, wenn man Schwerkämpfer stirbt. Aber warum mache ich so viel mehr? Ich habe kaum mal. Okay, und noch mehr Baba. Ich habe einfach. Ich mache kein Gold. Das ist echt Problem. Barbarentag entdeckt. Ach, Ja, da. du brauchst keine Sorgen, Mann. Du entdeckst Ah, keine es ist. Barbaren. In deinem südlichen Reich. Da wirst du schon keine Barbaren entdecken. Junge, kannst du dich jetzt ernsthaft mal ausbreiten? Junge, noch zwei Runden. Das ist mir schön. In zwei Runden habe ich zwei neue Städte. Nein, hast du nicht. Ah, ich Du muss hast meine einen Stadt Siedler. mal umstellen. Ich habe zwei Siedler. Wie, du hast zwei Siedler. Bei Oh, da ist ja noch Fischinsel und bei einer. Kyoto. Ich bin beim Expandieren. Ja, aber. Ja, ich expandiere. Ich erober die gesamte Küste. Wieso ist das Küste und das alles Ebene? Auf deiner scheiß Elefanteninsel. Ich weiß es Aber nicht. ich bin wenigstens so nett, ich lasse da Dumbo nicht allein auf seiner Insel. Seiner 4 Quadratmeter großen Insel Aber bin ich. Dumbo will Nein! alleine Dumbo sucht Freunde. bleiben. Ich brauche keine Freunde. Dumbo will Freunde finden. Nein. Und ob er das will. Und ich brauche Gold. Wo ist eigentlich mein Bobby, der hier drüben war? Deine Warum Einheit schippert der bringt deinen Tod, rüber? ja? Ich Welche will's ja nur so Einheit? sagen, auf der Und Barbareninsel. ja, das ist sehr barbarisch da drüben. Die kennen keine Gnade, die Ich Boys. will nicht sagen, aber er ist fast tot. Mein Schiff hat auch schon wieder massiven Schaden einstecken müssen. Wieso kommt der da rüber? Abbruch, nicht mehr automatisch. Nein, das geht nicht fit. Warum kommt mein anderer Bobby da rüber? Ich muss erstmal die Stadt wieder umstellen. Oh, okay. Ich habe keine Goldprobleme. Warum? Ah, ich habe goldenes Zeitalter. Okay, das erklärt einiges. Ich dachte gerade, das liegt nur daran, dass meine Hauptstadt auf Produktion gestellt ist. Aber es liegt am goldenen Zeitalter. Junge, geh weg mit deinem Bobby! Nein, meine Bobbys sind nett. Die suchen Nein! Nachbarn. Und Weschwalk soll sehr nett sein als Nachbar. Ich will keine Nachbarn. Dombo will auch keine Nachbarn. Dumbo will einen Spielkameraden. Nein, will er nicht. Oh. Ich sag's dir nur, du solltest Militär bauen, ne? Wir brauchen Militär. Wenn wir Ja. militärisch schwächer sind, erklären die uns den Krieg. Also, Ja. wir sind militärisch schon schwächer, aber momentan wissen sie noch nicht, wo wir sind. Das ist. Und das ist ein kolosser Vorteil. Wir haben die Map Vision. Das ist. Ja, okay. Ich habe nur Darius Einheit entdeckt. Ich habe auch keinen Plan, wo der ist. Er ist irgendwo links. Und ich glaube, der Deutsche ist im Norden. So, bitte, ich treffe jetzt hier auf keine. Problem. Und ich habe keine Schiffe in der Nähe. Und ich hab dir gesagt, Dopo will keine Freunde Was? haben.
Wieso? Wieso? Der Dumpe will keine Freunde. Das wieso? Wieso? Nein, das mache ich Minusgold. Das ist mir sowas von egal. Ob du Minusgold hast oder nicht. Wieso? Der Dumpe freut sich wohl auf der Insel. Mhm. Beobachte einfach meinen Siedler. Beobachte ihn einfach. Mehr musst du nicht machen. Oder mein Fischerboot, wo das hinten hängt. Mehr musst du nicht machen. Dumbo will Rache dafür. Er wollte nicht in dieses schwache mongolische Land. Du siehst nicht da oben. Nein! Ich sieh den da, wo ich hin will. Und vielleicht will ich ja zu Dumbo Nummer 2 im Norden. Na, da kannst du hingehen. Mhm. Das ist nicht so schlimm, da kannst du ruhig hin. Ja, da will ich auch hin. Natürlich, Junge, willst du jetzt dazwischen durch meine zwei Städte hier? Wieso, da ist ein schönes Gewürz, das lohnt sich doch nicht für mich. Na, du wirst sehen, wo mein Siedler hinwartet. Der braucht nicht lange. Wenn er da ist, ist er da. Ja, auch. Aber wie, wo? Ja, nix mehr mit Verbündeten. Na, da kann man Junge, das nicht aufhören. Du kannst nicht, nein, du gehst nicht hier. Meine... Wo will ich? Nein! Der? Neuen Siedler bauen. Was? Diese schweinische, barbarischen Barbaren haben meine Siedler getötet. Das geschieht ja auch recht. Dumbo hat Rache genommen. Dumbo. Ja. Ich nehme selbst Rache. Meine ganze militärische Marine kommt zurück. Nach Fischinsel. Ey, das muss echt weg. Der mit seinen Kackschiffen macht meine ganzen Schiffe platt. Junge, du soll... Na, Junge, du nimmst das Weltwunder da unten nicht ein. Was für ein Weltwunder? Die Felsen von Gibraltar, den nimmst du nicht ein. Was juckt mich denn Gibraltar? Junge, lass mal meine Siedler mit ihrem Esel oder... Junge, wo gehst du? Junge! Ich hol mir Gewürze. Nee. Ich hol mir Gewürze. Also, nein. Doch, da gibt's nichts zu verhandeln. Mein Siedler ist gestorben. Der muss gerecht werden durch eine neue Stadt. Und einen neuen Siedler. Ganz klare Sache. Ich mach selbst im goldenen Zeitalter minus Geld. Junge, nicht cool. Zieht deine Siedler da weg. Der zieht sich weg. Ganz weit. Der geht weg. Guck, er hat dein Land verlassen. Er verlässt dein Land. Du willst zwischen meine... Kein Keil zwischen meine... Das kannst du knicken. Du kannst sie mit Häfen verbinden. Und wir sollen eigentlich miteinander und nicht gegeneinander spielen. Aber seitdem mein Siedler gestorben ist, macht das leider keinen Unterschied für mich. Der muss gerecht werden. Und ich brauche dringend Gold. Und du segelst dorthin. So. Also, merke dir, über Wasser nie einen Siedler ohne Schutz fahren lassen. Sobald ein Barbar kommt, ist er weg. Das ist echt mies. Weil ich brauche Geld. Ja, ich auch. Ich mache im goldenen Zeitalter minus 1. In 4 Runden ist es vorbei. Ich will gar nicht wissen, wie viel Minus ich dann mache. Junge, das wird richtig Minusgeschäft für mich. Allein, weil ich meinen scheiß Siedler verloren habe. Ich brauche da oben auch noch einen Bobby dann. Das ist schön, dass du deine Stadt verbündest. Das juckt mich trotzdem nicht. 4 Felder entfernt von einer anderen Stadt kann ich meine Stadt setzen. Du kannst so viel Land nehmen, wie du willst. Meine Stadt kommt dahin. Wo? Der Befehl ist schon gesetzt. Was? Wo denn? Ja, das siehst du nicht wohin. Aber ja, mein Siedler geht jetzt erstmal da oben hin. Ja, das ist nicht berechtigt, dass ich einen Siedler habe. Der juckt mich auch voll. Ich habe in einer Runde noch einen Siedler. Und du willst nämlich dir alles weg. Den kriegst du nicht da oben. Aber was will ich denn? Das weiß ich ja nicht. Das weiß ich noch nicht, aber gut. Ich werde es nicht bekommen. Gut zu wissen, gut Dumbo zu wissen. Dumbo 2 kannst du da oben gerne nehmen. Dumbo 2 interessiert mich nicht. Dumbo 2 ist außer Mode. Der juckt mich nicht die Bohne, der Junge.
Der ist mir scheißegal, der Boy. Ich brauche. Scheiße, ich brauche Gold. Irgendwie will ich, brauche ich Einheiten, aber ich brauche auch Gold. Wieso kostet jedes Gebäude Unterhalt? Mauern brauche ich nicht. Oh kann ich Gott. Nicht sagen. Bau mir einfach einen Kornspeicher. Du. Oh, was soll ich denn bauen? Junge, Junge, Junge. Das ist alles Kacke, was ich hier habe. Ein Arbeiterboot kannst du mir mal bauen. Schippert dann mit da runter. Brauche irgendwie plus Gold. Irgendwie plus Money. Wir können sagen, ich nehme dir die Pelze zwischen deinen zwei Städten nicht. Für 10 Gold die Runde. Die Pelze zwischen meinen zwei Städten? Du hast nur zwei Städte. Ja, wo ist ja nicht Pelze? So, wie als ob das jetzt kompliziert ist. Dafür darfst du dich auch zwischen meinen Städten siedeln, auf der Barbareninsel. Nee, will ich nicht hin. Aber ich würde sagen, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Du hast sogar recht, Alter, 16 Minuten. Ja. Egal, haut rein, bis zum nächsten Mal. Bis dahin, ciao.